und der Rolle des Benehmens. Wie wir vielleicht alle wissen, ist der Autor Adolf von Knigge, geboren 1752, einer der wichtigsten Beiträger zu der Möglichkeit, dass wir mit gutem Benehmen und Anstand untereinander uns so verhalten können, dass dem Redenden ein Ohr und dem Hörenden ein Mund gegeben wird. Adolf von Knigge, kurz die Biografie, wurde als Sohn der von Knigges geboren, ein Rittergeschlecht aus dem 11. Jahrhundert, also nicht spät geadelt, sondern wirkliche Aristokratie, noch ein Ritter im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist der Vortrag über Knigge hier, nicht? Ja, gut. War Zeit seines Lebens, das ist eine problematische Situation, in der der Mann geboren wurde. Kurz darauf starb sein Vater, seine Mutter. Er verarmte grenzenlos, wurde aber noch weiter auf Adelsschulen erzogen, lernte dort so etwas wie Herzensbildung, das heißt eine Art des organischen guten Benehmens. Etwas, was den Menschen die Möglichkeit gibt, auf gleicher Wellenlänge miteinander zu schwingen, ohne das Niveau zu verlieren. Und war allerdings immer in der Situation, dass er keine Güter mehr hatte, auf die er sich zurückziehen konnte. So war der arme Kerl, also standesmäßig nach seinem Stand arme Kerl, gezwungen, mit normalen bürgerlichen Menschen zu leben. Und auch dem, was man später vielleicht auch das Proletariat nannte. Und was sich ihm da auftat, das war so entsetzlich, so furchtbar, dass er tief ins Denken kam. Er dachte nach über die Wurzeln des Freiherrentums aus dem 11. Jahrhundert und dachte nach, was diesen Nichtadligen, den Menschen sine nobilitate, das heißt ohne Adel, kurz abgekürzt SNOBs, Snobs, was denen wirklich fehlte. War es Herzensbildung? War es Intelligenz? War es genetische Abkunft? Er stellte fest, es fehlt ihnen an einem Übersetzer. Nun, die Sprache war auch Deutsch. Das ist richtig. Und auch wenn bei Knigges eher Englisch gesprochen wurde, denn er ist mit dem heutigen Hause Winzer sehr eng verwandt, wenn bei Knigges auch gerne Englisch gesprochen wurde und bei den Preußen, die er besuchte, Französisch, so war doch die Übersetzung, um die es hier ging, ganz anderer Art. Es war die Übersetzung von Gedanken, die Leute ohne Angst sich machen, in die Sprache der Leute und die Gedanken der Leute, die sich Angst machen. Es war zu der Zeit, als auch Alexander von Humboldt den Termitenstaat untersuchte. Und er stellte fest, dass die Termitenkönigin von dem Gesocks, was die Mehrheit ist, nur in einer Sache unterschiedlich ist. In den Termitenstaat trifft ein Strahl der Frühlingssonne hinein, in einem ganz gewissen Winkel. Und die Termite, die an der Tür steht, kriegt ihn ab. Und in diesem Moment schließt sich der Chitinpanzer, fängt an zu glänzen. In diesem Moment beult sich alles auf und verfestigt sich, wird steif und drohend. Die erste andere Termite, die vorbeikommt, sieht nicht den Sonnenstrahl, sondern sieht die durchgebildete Termite, bekommt Angst, lässt ein Fäkalienstück fallen. Nun muss man wissen, dass der Termitenstaat ein ganz großes Problem hat, nämlich
das Gelübde der ewigen Reinlichkeit. Und das Verbrechen, ein Häufchen zu legen im Staate, wurde damit geahndet, dass die Termite diesen Kot fraß. Die erste sah die Königin, kackte und fraß. In dem Exkrement sind mehrere sehr interessante chemische Zusammensetzungen. Die eine erzeugt Kastration, denn nur die Königin darf sich fortpflanzen mit den für sie Gedachten. Das zweite lässt das Hirn, soweit man bei der Termite davon reden kann, etwas schrumpfen und vor allem in diesem Zustand bleiben. Das war so die Forschung der damaligen Zeit. Das heißt, Knigge versuchte, Verhaltensweisen, die ihm lieb und teuer und recht und billig waren, so zu übersetzen, dass Menschen, die keiner höfischen Abkunft waren, diese Verhaltensweisen verstehen konnten. Knigge war so etwas wie ein ganz, ganz großer Verräter von etwas. Bei dieser Arbeit schrieb Knigge so etwas wie 40 Bücher, davon 12 sehr bekannte, davon eins, das das gesamte 19. Jahrhundert Bestseller war. Und dieses letzte war über den Umgang mit Menschen, eigentlich über den Umgang unter Menschen. Und das Erstaunliche ist, dass 39 weitere Bücher weitgehend unbekannt sind. Und von dem Buch über den Umgang mit Menschen nur ein Halbsatz im Vorwort wirklich bekannt ist. Denn das ist der einzige Hinweis, dass es in diesem Buch um Tischsitten oder Ähnliches gehen könnte. Es ist erstaunlich. Knigge wurde zeitlebens gesucht, weil er die Adelscodes offensichtlich verriet, war jemand, der zu seiner Zeit als Mitglied mehrerer terroristischer Vereinigungen galt, unter anderem als Jakobiner einer der Vorbereiter der deutschen Form der französischen Revolution war. Und dieser Mensch, der kaum sich irgendwo niederlassen konnte, ohne sein und das Leben seiner Familie zu gefährden, wurde bekannt für Tischsitten. Das ist so in etwa, dass die geschätzte Ulrike Marie Meinhof zwei Katzen hatte. Und über die eine hat sie einmal bei einem Gespräch am Abend gesagt, dass sie Katzen liebt. Und über Frau Meinhof heute bekannt wäre, dass sie Katzenliebhaberin sei. Eine berühmte deutsche Katzenliebhaberin. Und alle Katzenzüchter treffen sich mit einer Banderole, Ulrike Marie Meinhof treffen, zusammenfinden. So etwa ist es, Knigge mit den Tischsitten in Verbindung zu bringen. Knigge hat ein anderes Anliegen. Knigge beschäftigte sich mit einem seltsamen Phänomen aus dem Mittelalter. Und dieses Phänomen waren die Fideli d'amor, die Getreuen der Liebe. Und Amor wurde sehr seltsam geschrieben. A-Mor. Die Getreuen des Nicht-Todes. Und die Fideli d'Amor gehen zurück auf einen guten alten Ritter, den Wilhelm von Aquitanien. Wilhelm wollte die Mohren
aus dem Land jagen und nahm an einem ersten Vorkreuzzug nach Andalusien teil. Er war etwa bis Toledo mit seiner Truppe recht erfolgreich, bis er bemerkte, dass man ihn nicht bis Toledo transportieren wollte als Gefangenen, denn in Toledo schloss sich die Falle und man hatte den interessantesten und wichtigsten Kopf der Vororganisation der Kreuzritter in maurischer Hand. Wilhelm wurde dort nicht in ein Gefängnis gesteckt, sondern zur Schule geschickt. Dazu muss man wissen, dass das damalige Toledo in Andalusien in gleichem Maße jüdische Philosophie, hellenische Philosophie, christliche Philosophie und islamische Philosophie lehrte und an einer Zusammenfassung aller philosophischen Systeme arbeitete. In dieser Zeit wurde Wilhelm von Aquitanien folgende Fächer zu belegen geraten: Arabisch, Lautenspiel, Dichten, Singen, Tanzen. Eine gemeine Haft für einen, der bekannt ist, dass er mit dem Säbel mehrere Leute gleichzeitig erlegen konnte. Und er hat das 15 Jahre gemacht, davon 10 Jahre unter Zwang und 5 Jahre, weil er dort in einen Orden eingeweiht war. Und dieser Orden geht zurück auf die Abdil Abjad, die Diener eines Zahlensystems. Und mit diesem Wissen kam auch Wilhelm von Aquitanien zurück. Und er gründete eine kleine Gruppe von Menschen, die eine neue Literatur in Erwägung ziehen sollten. Damals gab es nur den Ritterroman, gab es nur Gewaltdarstellung, gab es nur als Leitmaß Ehre im Krieg. Und Wilhelm von Aquitanien meinte, es sei Zeit, ein ganz neues Phänomen in die Literatur einzuführen, und zwar die Frau. Er ist neuerdings entdeckt als ganz würdiger Mensch, bis dahin eigentlich eher in der Literatur als Beute gesehen. Und es begann eine erste Variante dessen, was der Minnedienst bei uns hieß, nämlich die Tarabia. Das heißt, das dem seelischen Geistesfunken dienen. Etwas, woraus später die Trabadores wurden oder die Troubadoure. Und die hatten einen Orden, und das waren die Fedeli d'Amour, und worin sie sich verständigten, war der Code d'Amour. Hier allerdings auch, Liebe steht weniger für den erotischen Anteil als für das Nichtsterben. Aber die Bilder, die es für das Nichtsterben gibt, werden aus der Erotik gesucht. Eine sehr, sehr alte poetische Methode aus dem Orient. Die Troubadoure weiteten sich aus, hatten ein seltsames Phänomen, nämlich sie hatten in Tagesrittabstand Höfe gebaut. Und diese Höfe waren die sogenannten Courtes d'Amour, also die Höfe der Liebe. Und jeder, der die 32 Grundfragen des Code d'Amour beantworten konnte, hatte freies Recht, längere Zeit auf einem dieser Höfe zu bleiben. Die Geschichte geht weiter, es gibt da ungeheures Material, aber wir entfernen uns zu sehr von unserem wahren Thema, nämlich der Geschichte des Unternehmens in Deutschland. Adolf von Knigge. Knigge merkte, dass die gesamten Ziele, die er hatte, alle seine Wünsche, nämlich diesen inneren Impuls, so zu übersetzen, dass sie Menschen
die nicht höfisch sind, so doch höflich verstehen. So ähnlich wie kindisch und kindlich. Und so wurde er tatsächlich zum Synonym von Höflichkeit. Er hatte allerdings etwas ganz anderes damit im Sinn. Er wusste, dass die Französische Revolution kommen wird und dass sie vor Deutschland nicht Halt macht. Er wusste, dass es sehr viel Vorarbeit im Zusammenleben unter Menschen geben muss, damit es nicht zu einem grausamen Gemetzel kommt, was in Frankreich sich für ihn als leicht andeutete, wäre, wie er meinte, in Deutschland viel verheerender ausgefallen und bemühte sich darum, seine Vorstellung des Code d'Amour in breiter Öffentlichkeit preisgeben zu können. Er sah im Code d'Amour seltsamerweise, aber das ist ein längeres Thema, was sehr begründbar ist, den Stern der Aufklärung. Das heißt, er sah sich als Verfechter dessen, was deutsche Aufklärung oder was damals russische Aufklärung war. Wie schafft man das nun? Diese Sache in die Bevölkerung reinzubringen, die ja Aufklärung heißt, also die genau das Gegenteil von dem ist, wofür sich Leute interessieren. Leute interessieren sich für Mystik, für Verschwörung, für Klatsch, für Sachen, die sie noch nicht wissen. Also hat er ein unglaubliches Interesse gehabt, mal zu gucken, wie das ist, dass bei den Bürgern ein großes Bedürfnis an Freimaurerei sei. Und so war er in den drei seinerzeit wichtigsten Freimaurerorden eingeführt worden, hat sehr lange in bis zu 16 weiteren Freimaurerorden hospitiert und irgendwann einen Kongress organisiert, in dem all die kleinen Freimaurerorden zusammenkamen, um darüber nachzudenken, den großen deutschen Freimaurerorden zu gründen. Und er hatte sich sehr auf diese Veranstaltung vorbereitet, hatte ein Jahr lang geschrieben und die Ordenssatzung dieses großen deutschen Ordens nach Gesichtspunkten, unter anderem der Templer, sich überlegt, der Fideli d'Amour, kurz von allem, was es an Ordenszusammenballungen gab. Und er war ein großes Genie im Strukturieren von auch strategischen Modellen. Die Veranstaltung kam, er fand so gut wie gar kein Gehör. Er war ziemlich jung zu der Zeit, 28. Aber es kam danach Besuch zu ihm. Und das war ein Graf von Constanzo. Und der fragte Knigge, ob er vielleicht zufällig das so ein bisschen aufgeschrieben hätte, worüber Knigge frei referierte. Und Knigge sagte, ja, es sind 1200 Seiten. Ich hätte das nicht ablesen können. Und Constanzo ließ sich einladen und weihte ihn darüber ein, dass es einen ganz, ganz wichtigen Orden gäbe. Den Orden der Illuminaten. Und er, Knigge, wie kein anderer, in der Lage wäre, diesen Orden nicht nur beizutreten, sondern sicher auch nach emsiger Arbeit hohe Ritterposten einzunehmen. Auch da wieder die Ritterallegorie im Ordensaufbau. Knigge war sehr interessiert, fragte sich aber, warum er als einer der Erforscher der damaligen Ordensszene noch nie von den Illuminaten gehört hatte. Constanzo, sehr geschickt, antwortet ihm, das habe damit zu tun, dass dieser Orden so eine hochgradige Abschirmung hätte,
dass jemand wie er erst jetzt auch und nur er davon erfahren könne. Knigge sah, dass das irgendwie einleuchtend war, dass ein Orden, von dem er auch erfahren hätte, noch nicht der Orden hätte sein können, der sich so abschirmt, dass er der Orden ist, der zu so einer Leistung in der Lage wäre. Frei nach dem Groucho Marx Zitat, das jeder kennt. Mit dem Wer wäre bereit, in einen Club einzutreten, der bereit wäre, ihn aufzunehmen. Und Knigge machte den einzigen wirklichen Fehler seines Lebens. Er packte die 1200 Seiten in Papier und gab sie diesem Herrn Constanzo. Herr Constanzo fuhr nach Ingolstadt. Gibt es Experten, die wissen? Ist es Ingolstadt, ne? Und besuchte dort einen Kumpel, der ein recht erfolgloser Professor an der dortigen Universität war, für Theologie, öffentliches Recht und noch einige andere Sachen. Und gab ihm die Papiere. Dieser Mann staunte, denn er hatte ein ganz anderes Interesse. Er hatte sich überlegt, ganz ähnlich komischerweise wie Knigge, dass er wesentlich mehr Hörer haben könnte für seine Vorlesungen, wenn er sich den Nimbus eines geheimen Ordens gäbe. Da er aber keine Lust hatte, an sowas zu arbeiten und auch sonst eher stark einem Alkoholproblem erlag, hätte er nie die Konzentration gehabt, sich aber auch nur eine Woche hinzusetzen, um sich eine Satzung überlegen zu können. Und dann kam Constanze und sagte, Bingo, wir haben's. Und das hat der Idiot dir einfach gegeben, hat er. Ich habe ihm erzählt, wir haben einen Orden. Und dieser Orden besteht seit Tausenden von Jahren und dass er nicht davon weiß, das ist nur deswegen, weil wir so gut uns geheim halten können. Und jetzt müssen wir allerdings mit dem in Schriftverkehr treten. Wir blenden wieder zurück. Knigge weiß das natürlich nicht. Knigge kriegt einen Brief von einem Herrn, der sich Spartacus nennt. An der Fantasie der Künstlernamen erkennt man immer etwa auch das Geblüte des Menschen. Adam Weishaupt fiel Spartacus ein. Und so hatte man von Herrn Knigge verlangt, erstmal in der Pflanzschule, wie der erste Untergrad der Illuminaten heißt, sich zu bewähren. Und diese Bewährung bestand darin, dass er möglichst viele Namen und Adressen und Kurzbiografien von Menschen sammle, die ihm interessant für die große Arbeit vorkämen. Fernerhin weitere Anwürbe, die selbes täten, um es ihm zu berichten. Er dann alles sammle, um einige, die man kennengelernt, dazu zu bringen, auch in die Pflanzerklasse zu kommen. Ein ungeheuer gutes System, das war die Stärke Weishaupts. Knigge war sehr entsetzt über die Sternstunde der Orthographie, über die absolut mangelhafte Grammatik und die barbarische Sprache, in der das verfasst war. Aber er sagte sich, dies könne eine erste Prüfung sein. Und er überlegte sich, dass diese Prüfung darin bestünde, dass er als Adelsmann, wie vom Namen ja erkenntlich, erst einmal lernen müsse, sich so zu verhalten, wie das Volk es will. Ein hübscher Gedanke, meinte er. Und hat sich 2 Jahre lang absolut verausgabt, eine Gruppierung von erstmal bis zu 200 Leuten zu sammeln, denen er vom Illuminatenorden erzählt hatte. Diese Leute zahlten alle eine Menge Geld, alles nach Ingolstadt.
Und während dieser Zeit schrieb Knigge fast wöchentlich einen Bittbrief an den Professor Weishaupt oder für ihn noch Spartacus und bat ihm, Hintergrundwissen über den Orden der Illuminaten freizugeben. Denn er habe das seinen Leuten versprochen und stünde jetzt im Zwang. Die ersten murrten schon, weil er hatte ihnen erzählt, dass es Ritterorden zu verliehen gäbe und die wollten jetzt ihre Ritterorden und weiteren Streifen an ihren Mänteln und was immer. Er hörte nichts von Weishaupt. Irgendwann schrieb er einen Brief, dass er die Arbeit für die Illuminaten beenden wolle, wenn er nicht sofort etwas hört. Daraufhin lud ihn Spartacus ein, stellte sich mit seiner wahren Realität vor, namens Adam Weishaupt, sagte, er hätte die Idee von einem Orden gehabt, aber er will es jetzt offen zugeben, und auch wenn er sich damit dem Freiherrn von Knigge in die Hand gäbe, er hätte gar keine Idee, worum es in dem Orden gehen könnte. Und so bat er Knigge, nachdem die gesamte Gründung des Ordens schon mal gerade passiert war, doch bitte die nächsten Ränge zu entwerfen, inklusive Einweihungen, Inhalten, für Weishaupt eher die uninteressanten Sachen. Und Knigge tat es. Knigge war ganz tief gerührt von der Menschlichkeit dieses Menschen, der vor ihm zusammenbricht, leidend zusammenbricht, darüber gelogen zu haben. Und Knigge hat jetzt die Möglichkeit, sein Code Amor an diesem Menschen zu praktizieren, ihn in die Arme zu nehmen und ihm zu sagen, dass es eine große Tat sei, so weit zuzugeben, wo die Begrenzungen sind. Kurz darauf schrieb Adam Weishaupt auch sogar sein erstes Buch über die Selbsterkenntnis. Eine sehr harte Abrechnung mit einem sehr üblen Teil in uns Menschen. Im Übrigen ganz schrecklich zu lesen, da hatte Knigge recht. Adolf von Knigge hatte jetzt endlich Zeit, wovon viele Menschen träumen, sich ganz genau den Adel und den Stand, den er innerlich immer angestrebt hatte, selbst zu entwerfen. Sogar eine Einweihung zu entwerfen, die man ihm geben müsste, dass er sich würdig erwiese, diesem Stand anzugehören. Das ist etwas wirklich, wovon man ausgehen kann, dass es vielleicht auf dieser Erde zwei, dreimal passiert. Pro Zeitrechnung. Und er war sich dessen bewusst. Er schickte die Unterlagen an Weishaupt und hörte nichts mehr davon. Dann bat er nach einem weiteren Jahr, ob er nun endlich zu dieser Art Ritter geschlagen werden könne. Und Weishaupt meinte, es sei noch nicht an der Zeit. Knigge ließ auch das mit sich geschehen. Und wunderte sich erst viele Jahre später darüber, wieso. Er hat es nie rausgefunden. Dann fuhr er dorthin und ließ sich zum Ordensritter ernennen und Weishaupt sagte ihm gleich, dass er sich noch ein paar Adelstitel überlegen sollte und vor allem eine neue Identität und eine neue Lebensgeschichte für ihn, Herrn Weishaupt, und die Anlegung, wie man gleich die Gründung des Illuminatenordens so erklären könnte, dass alle Welt wisse, dass es hier um einen uralten, auf Ewigkeit gepolten Orden geht. Knigge war wieder dieses Vertrauens ungeheuer stolz, setzte sich hin und entwarf ein Konzept, wie der Illuminatenorden sein müsste, auf das er sich auf ewig in die Erinnerung der Menschen bringt. Und da er ein großer Psychologe war, vielleicht der größte, den wir hier hatten in diesem Land, hat es geklappt. Ende des ersten Teils. Beginn des zweiten Teils. Kurze Frage
ohne es zu didaktisch werden lassen zu wollen. Wer von Ihnen kennt die Geschichte, die ich erzählt habe? Finde ich wenig. Es ist keiner. Wo? Entschuldigung. Ich freue mich, dass es mehr Augen gibt als die meinen. Warum kennt nur einer diese Geschichte? Nein, es gibt einen, der kennt sie auch. Nein, es ist Premiere. Das erstaunliche Phänomen ist, sämtliche Historiker, die sich mit den Persönlichkeiten der Aufklärung beschäftigen, kennen den Teil von da bis da. Sie wissen genau, dass dort ein Orden war, für den ein Herr Knigge das und das gemacht hat und so weiter. Aber es endet immer mit dem Satz, über die Weiterentwicklung dieses Ordens ist nur bekannt, dass der Knigge allenfalls 30 Jahre überlebt hatte. Weil es war derjenige nicht mehr da, der weitere Schriften für die Illuminaten verfassen konnte, die ihnen eine geistige Abdeckung geboten. Okay, ab da bricht es ab. Jetzt gehen wir von der anderen Seite ran. Amerika zu der Zeit, wo man wissen wollte, wer Charlie ist, der hinter den drei Engeln steht. Robert Anton Wilsons Trilogie für alle drei Engel. Und die Rückforschung, wo kommt das denn her? Und es stoppt ganz genau, wo man hört, es kommt aus Ingolstadt. Full stop. Und das Erstaunliche ist, dass auf dieser Erde öfters mal ein Phänomen passiert, nämlich, dass Menschen, die sich für gutes Benehmen interessieren, zufälligerweise ganz gewandt sind in der Gründungsgeschichte von etwas, wovon Menschen, die einen Teufel sich um gutes Benehmen scheren, nur die Nachfolgegeschichte kennen. Oder umgekehrt, wer sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt, wird niemals Interesse haben, nochmal in die Tanzstunde zu gehen, um sich dort seinen Knigge beibringen zu lassen. Und dieses Phänomen ist enorm, dass zwei vollständig unterschiedliche Erkenntniswege, nämlich der, seiner Angst nachzugehen, bis an ihren Ursprung, und der, in der Geschichte nach Persönlichkeiten zu suchen, die sich über die Angst erhoben haben, zusammenkommen in einem Punkt. Wie können sie zusammenkommen, wo sich doch Leute, die sich für Verschwörungstheorien interessieren, nicht für gutes Benehmen interessieren und Leute, die sich für Takt und Tanzstunde interessieren, nicht unbedingt für Verschwörungstheorien? Das ist eine interessante Frage. Ich stelle mir die auch. Warum interessiere ich mich für beides? Etwas zur Geschichte der Verschwörungstheorien. Mein Name ist Andreas und ich habe an Verschwörungstheorien geglaubt. Und es war die schönere Zeit meines Lebens. Damals machte noch alles Sinn. Alles war verständlich. Die Angst blitzte an den Tannenspitzen. Weihnachten war der Zeitpunkt, wo die neuen Bücher aus dem Geschenkpapier ausgepackt wurden. Und dann gab es wieder bis Mitte Februar ordentlich Verschwörungsstoff. Aber nach dem besten Motto, learn to build your own paranoia, habe ich versucht, das Schema rauszufinden und solche zu machen, die mich interessieren.
Und die wurden so großartig. Wollt ihr eine hören? Ich fand die besser als die von Wilson. Das Buch kam für mich zu spät. Die Trilogie. Die Geschichte geht so. In diesem Land Deutschland wurden eine ganze Weile sämtliche Nobelpreise eingeheimst. Fast alle großen Patente für so etwa alles, was heute Weltherrschaft bedeutet, war ein deutsches Patent. Ob das die Siemens'sche Vernetzung war, ob es die Vorarbeit für Zuses Computer war, ob es die Möglichkeiten an den Übermittlungsgeräten für Informationen waren, das waren deutsche Patente. Für den Fall, dass die Entwicklung in Richtung eines, nennen wir es mal, Informationszeitalters gehen würde, wäre also dieser Planet in der Hand deutscher Patente. Das heißt, der Planet hieße Deutschland. Jetzt habe ich mir überlegt, dass das einigen Leuten nicht hätte recht sein können. Und die haben sich hingesetzt und haben gesagt, wie machen die Deutschen das nur? Scheiße, nee, jeder Nobelpreis geht dahin, jedes Patent, ich kann nichts mehr anmelden und so weiter. Nur darauf kommt gar nichts mehr bei uns. Wo ist Bell? Wo ist der neue Bell? Nichts in der Richtung passierte. Und dann hat man Folgendes festgestellt, das ist ein interessantes Phänomen, dass es nicht nur Deutsche waren. Diese Nachnamen wirkten so irgendwie so komisch, immer gleich mit Worten aus der Natur, mit Worten, die irgendwie an Ortschaften erinnerten. Das waren ja meistens jüdische Namen. Deutsche jüdische Namen und Deutsche. Das scheint den Deutschen unheimlich gut bekommen zu sein. Die haben damals unter Friedrich dem Großen den Juden Religionsfreiheit gegeben. Die haben denen damals die Möglichkeit gegeben, dass die in einem Land, in dem es eine durch Luther ja übersetzte Bibel gab, auf eine orientalische Denkweise, Neues Testament ist ein palästinensisches Buch, auf eine palästinensische Denkweise zurückgehend eine Grundlage ist, indem der Hebräer seine Denkweise in deutsche Sprache übersetzen kann und schon eine Matrix vorfindet, in der er verstanden wird. Also musste man darüber nachdenken, inwiefern die deutsche Qualität in der Wissenschaftlichkeit auf dieser seltsamen Kombination von einem europäischen und einem orientalischen Land, Bevölkerung, Mentalität basieren. Wie bitte? Okay, aber es gab die Möglichkeit zu wissenschaftlicher Tätigkeit in sehr früher Zeit in keinem Land so gut wie in Preußen. Ja? Ja, danke. Denn das ist der Schritt, um den es geht. Dass man festgestellt hat, dass komischerweise es nicht das Judentum selber sein mag, was diese enorme Intelligenz entfaltet, sondern diese seltsame Kombination. Denn es waren nicht französische Juden oder englische Juden, oder, sondern es waren deutsche Juden. Also musste man sich überlegen, wie kann man Deutschland von seiner Vormachtstellung wegbringen und zerstören. Und da gibt es nur drei gute Methoden. Die eine heißt, einen Keil zwischen Deutsche und Juden zu treiben. Die zweite Methode heißt, den Deutschen das Gefühl zu geben, sie müssten Herren der Welt werden und wären es also nicht, damit sie nicht auf die Idee kämen, überhaupt zu gucken, dass ihnen die Zukunft gehört. Und die dritte Methode wäre, sie einen Krieg anfangen zu lassen, den sie nicht gewinnen können. Und das Beste wäre, man würde sie alle drei auf einmal machen lassen. Und das war noch bevor ich erfuhr, dass es in Bonn ein Institut, das nur Goebbels unterstand, gab, was sich mit Weltanschauungsfragen beschäftigt hat von einem Herrn Rams. Und dieses Institut für Weltanschauungsfragen hatte sich nur beschäftigt
mit Verschwörungstheorien und der Psychologie, die damit verbunden ist, und wie man Verschwörungstheorien in die Welt setzt und wie sie funktionieren, zu welchem Zweck. Das Tragische war, dass auch auf einmal ganz viele Leute wussten, was ich meinte. Bert Brecht hatte zum Beispiel ein wundervolles Gedicht geschrieben, in dem stand, als er mit dem Flieger über zerbombt Berlin-Mitte flog, eine Radierung von Hitler nach einer Idee von Churchill. Boah, das machte Sinn. Aber es war so viel schärfer, so viel härter als alles, was ich später in Illuminatus vorfand, weil es hatte so direkt zu tun mit der Realität. Aber was mir an Illuminatus gefiel, war die Chance, dass es diese Gruppierung immer noch gibt. Das heißt, das Wissen darum, dass es Nachschub gibt für diese Angst. Und es war eine ganze Weile, die ich brauchte, so bis weit in die 70er hinein, um zu verstehen, was ich heute noch nicht begreife, nämlich, dass es Zufälle gibt. Es kam eine ganz furchtbare Zeit für mich danach. An die ich mich furchtbar ungern erinnere. Und das war, dass ich merkte, dass die gesamte Menschheitsgeschichte, fast jeder Tag, den ich erlebe, von einer Zusammenballung von ganz gewissen Voraussetzungen geprägt ist, die verhindern wollen, dass ich das erreiche, was mir innerlich zusteht. Also, klar, die Welt war Verschwörung in dem Moment, wo ich nicht einen ganz gewissen Schritt machte. Und ich bekam Hass. Ich bekam Hass auf eine Person, die sitzt, stellen wir uns vor, eine große Turnhalle mit einer Empore ringsrum, und auf dieser Empore, da sitzt jemand an so einem Tischchen und guckt runter. Und unten ist ein Behindertensportfestival. Und er lacht sich tot über Einarmige, die am Barren versagen, über Leute ohne Beine, die man ans Reck hängt und die jetzt nicht mehr runterkommen. Und kurz über Leute, deren Möglichkeiten in keiner Relation stehen zu dem, was von ihnen gefordert wird. Und da ich damals gerade eine Ausbildung als Unternehmensberater machte, nahm ich ein Formblatt und guckte, was in dieser Firma falsch gelaufen ist. Ich adressierte es an Gott und wollte ihm wirklich zeigen, was er machen könnte, dass das nicht ganz so sadistisch für uns ausfällt. Natürlich war der Defizit in diesem Schöpfungsbild im Schulungsbereich. Das heißt, man müsste Leute, bevor sie auf die Erde entlassen werden, erstmal einen Kurs machen lassen, how to live. Lass die Kirche im Dorf. Und ich trug bei Dauer dieses Kurses ein, 30 Jahre. Und ich fand es sehr interessant, dass, als ich dieses 30 Jahre sah, dass das zufällig genauso lang ist, wie ich alt war zu dem Zeitpunkt. Und es brachte mich auf die Idee, dass das 45 Jahre heißen würde, wenn ich 45 wäre, und 52, wenn ich 52 wäre. Und der Gedanke war, kann es sein, dass der tatsächliche Sinn, warum wir hier sind, darin besteht, durchgehend den Kurs How to Live zu machen und gleichzeitig zu leben. In einer absoluten Balance. Und der Gedanke gefiel mir und ich zerknüllte das Schreiben.
Ich hatte schon gelernt in dem Moment. Und seitdem lerne ich eigentlich ungeheuer viel. Jeden Tag. Und irgendwann zwischendrin denke ich immer drüber nach, warum hast du dich so lange mit dem Illuminatenorden beschäftigt? Und dann bekomme ich mit, dass die Zeit, in der ich diese Verschwörung spürte, eine Zeit war, in der dieser Planet als solcher sehr aufregend wirkte. So aufregend, dass er mich ablenkte von dem, was an Aufregung nur im reinen Erleben drin ist. Und dann überprüfte ich, was an gleicher Stelle, wo ich diese Aufregung erlebt habe, bei mir jetzt, wo ich nicht an Verschwörungen glaube, stattfindet. Und es war ein furchtbares Gefühl an genau der gleichen Stelle. Es war Trauer. Es war Leid. Es war die Verzweiflung über die Tatsache, dass dieser Planet möglicherweise niemandem mehr wert genug ist für eine ordentliche Verschwörung. Und bei der Frage, erst glaubte er, dann glaubte er nicht. Nein, das ist erst von Teil 3. Danke, das Klatschen nehme ich jetzt schon von. Teil 3. Engel für Charlie. Das war das Letzte, was ich gerade im Fernsehen gesehen habe, bevor ich hierher kam. Das hat jetzt bitte nicht überprüfen, was das wirklich bedeutet. Das hat gar keine Bedeutung für mich. Ja, ja. Ja? Wollen wir uns vielleicht ein bisschen unterhalten? Doch gerne. Gibt es Fragen? So wird es doch immer gemacht. Ja. 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 Entschuldigung, das musste angemeldet werden. Geht das Mikro? Ja. So. Diese Kniegelgeschichte, welche zuverlässigen Quellen kann man dazu finden? Es gibt exzellente Quellen und auch richtig gute Quellen. Und ich habe keine Zeit gehabt, mich auf diesen Vortrag vorzubereiten. Ich habe darüber gearbeitet vor 4 Jahren, ziemlich ausführlich, mal eine ganze Weile über das Thema, weil es mich aus sehr persönlichen Gründen sehr interessierte. Und habe diese Bücher in meiner Bibliothek, hatte aber nicht die Zeit für Andreas, das zusammenzustellen, kurz aufzuschreiben. Das würde ich sogar gerne machen, hab's aber nicht dabei. Also das wirkliche Werk, was man auf jeden Fall kaufen sollte, ist Der Umgang mit Menschen von Adolf von Knigge im Inselverlag. Das ist wirklich ein spannend gut geschriebenes Buch. Das ist ein exzellenter Autor. Das auf jeden Fall, das schon mal gleich. Das kann jeder kaufen. Taschenbuch, 16 Mark. Würden Sie dieses Lernen hier, ja, von dem Sie gesprochen haben, als Form der Lebenskunst bezeichnen? Ja, genau. Ja. Genau. Aber im wahrsten Sinne des Wortes und auch im antiken Sinne des Wortes als Techne. Mhm, ja. Und ja. Ich okay. Kann, ja, das ist die Antwort. Danke. Was denkst du über Zeit? Nie gelöst vom Raum. Ja, und weiter? Detailfrage zur Zeit?
Also Zeit in Verbindung mit Raum, ja, was soll ich sagen, ist mir auch klar. Aber trotzdem ist es doch was anderes. Oder woher, also wer macht Zeit oder wie funktioniert Zeit? Also es gäbe für die Freunde von uns, die das Zeitproblem ein ähnlich stark problematisieren, eine Möglichkeit der Antwort. Zeit ist eine Form der Raumlosigkeit. Ich kann es erklären. Welche Form wollt ihr? Shintoistisch vielleicht? Wollt ihr Chinesisch essen? Japanisch? Ja? Frage, Gegenfrage an dich. Hast du dir schon mal überlegt, wir bewegen uns im Raum. Die Zeit ist eine Konstante für uns. Es könnte auch Wesen geben, die sich in der Zeit bewegen, für die der Raum eine Konstante ist. Das wiederum wirft die Frage auf, ob es Zeit und Raum überhaupt gibt. Ach. Wenn Raum gibt, ja. Und Zeit gibt, ja. Das ist ein hochinteressantes Thema, aber ich meine, wir können da reingehen, es ist großartig. Weil es hat mit der ewigen Wiederkehr zu tun und dem Mythos von der ewigen Wiederkehr. Wenn Zeit reicht. Reicht es über die Zeit oder reicht die Zeit, um über Zeit zu reden? Okay. Teil 3. Ja, bitte, lieber fragen, weil Teil 3, stelle ich mir vor, ist die Gemeinschaft aller Fragen. Gut. Hallo, hier ist die Frage. Ja. War diese schöne oder angeblich schöne Nobelpreisträger Verschwörungstheorie, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich finde sie nicht, froh, dass ich sie los bin. Ich finde sie nicht besonders witzig. Und zwar, weil es genau die Entschuldigungstheorie sein kann, zu sagen, die Deutschen dann hinterher für den Nationalsozialismus und das, was geschehen ist, gewissermaßen anonymen Mächten als Opferstatus darzubringen. Und ich finde die sehr gefährlich. Das Problem mit anonymen Mächten, ja. Und ja, ich finde, mir ist bei der ganzen Sache, Verschwörungstheorien haben immer auch was mit Spaß zu tun und mit einer gewissen Freude, wie man die Welt sich deutet. Und an diesem Punkt, aha, muss ich sagen, ist mir eigentlich diese Freude vergangen. Es tut mir leid, Sie mit dem pathologischen Aspekt davon konfrontiert zu haben. Ich habe es aus Ehrlichkeit getan, nicht in böser Absicht. Und was mir vielleicht vorgeworfen werden könnte und was ich aber gerne bereit bin aufzulösen, ist, dass ich sie so stehen gelassen hatte, unkommentiert. Und da danke ich Ihnen genau an der Stelle für den Hinweis, denn das ist richtig. Witzig ist sie auf gar keinen Fall, war auch nicht so gedacht und in diesem Zusammenhang vielleicht auch leider Gottes ein bisschen ein Hammer. Ich bin der Meinung, oder ich würde gerne, soll ich darauf nochmal irgendwie eingehen, auf diese Sache? Ja? Ich bin der Meinung, dass das, was für mich an dieser Situation so prekär war und mich so tief getroffen hat an der Erfahrung dessen, war, dass ich gemerkt habe, dass Dinge nicht verstanden werden können zum Teil und Zeit arbeiten gelassen werden muss, um zu einem erneuten, besseren Verständnis zu kommen. Und in den Lernvorgängen, die bei mir stattfanden, die sehr viel mit der Beobachtung meiner selbst zu tun hatten, mit den Gründen, bemerkte ich sehr, sehr schnell, dass die Möglichkeit eines Wachstums, um solche Dinge entkräften zu können, auch immer eine ganz gewisse Periode braucht, die man sich damit beschäftigt. Und ich fürchte, wir werden diese Periode der Beschäftigung damit heute Abend nicht ganz thematisieren können,
Aber ich möchte mich auf jeden Fall bei denjenigen entschuldigen, die das missverstanden haben, für meine Missverständlichkeit. Wäre Ihnen Genüge getan? Geben Sie Handzeichen ja, winkend, oder Daumen runter nein. Ja? 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 Ja. Ja. Okay, ich erkläre hiermit, ich habe ein Bild von einer pathologischen Paranoia, unter der ich litt, von der ich weitgehend geheilt wurde, gegeben, das in überhaupt keiner Weise natürlich den Realitäten entspricht. Ich möchte das nochmal ganz klar unterstützend sagen. Nur eine Sache stört mich daran. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich dich richtig verstanden habe, aber denkst du nicht, dass zum Chaos Communication Congress Leute nur hinkommen, egal welchen Alters, wenn sie meinen, dass sie mit dem Stoff, der hier diskutiert wird, umgehen können? Das liegt mir fern, für irgendjemanden hier zu sprechen. Mich hat es gewundert, dass kein Protest in dem Sinne kam, und den wollte ich formulieren. Vielleicht hatten die Leute die Schilderung einer pathologischen Reise verstanden. Also das war nicht rhetorisch gemeint. Zu diesem Thema sagen und eigentlich meinen Kritiker beipflichten, wobei es mir nicht darum geht, um eine pädagogische Frage, wer jetzt hier alt und jung ist und wer was versteht von dem, was hier geredet wird oder nicht, sondern für mich ist eher die Frage, was das Ganze überhaupt soll. Also von Illuminaten zu reden und von Verschwörungstheorien, das gehört für mich eigentlich so ein bisschen, und da verstehe ich auch die Kritik, das kommt für mich so immer ein bisschen aus dem rechten Lager, das hat mit Antisemitismus zu tun, und ich finde, das ist eigentlich eine... Meine Theorie hatte nichts mit Antisemitismus zu tun. Naja, aber ich meine die Thematisierung von Juden und Wissenschaft und so weiter und so fort. Thematisierung von Juden, was wäre das? Ja, ich merke wohl, dass das anders kontrovers ist. Vielleicht sollte man darüber diskutieren und vielleicht auch ein bisschen mehr in sozialwissenschaftlichen Kategorien und nicht so sehr in individuellen Theorien, weil meines Erachtens alle Arten von Verschwörungstheorien auch so einen Hang zur Individualisierung von Prozessen haben, die weit über die Verortung in was weiß ich, Ursachen individuellen Verhaltens und so weiter zu tun haben. Also ich denke, das ist schon eine andere Geschichte. Und ich finde auch, dass du total recht hast, aber möchte dazu gleich eine George Washington Geschichte erzählen. Hallo? Zum Abschluss leider, wie ich gerade höre, aber wir können gerne draußen weiterreden. Ich habe genügend Zigaretten dabei. Zum Abschluss eine Geschichte, die man George Washington zuschreibt. Und das ist, dass er in einer Situation, wo er hart Stellung für jemanden oder für etwas bezogen hatte, darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er unter Beifall vollständig richtig liegt. Und dann eine Gegenstimme aufkam, die meinte, dass es unverantwortlich sei, so zu reden. Und George Washington guckte in die Richtung und begriff automatisch ganz schnell, dass dieser Mann vollständig recht hat. Aber es gab noch eine dritte Stimme, und die sagte, wie kannst du beiden recht geben? Und George Washington guckte sich den Mann an und sagte, du hast vollständig recht. Vielen Dank. Wir können draußen stehen oder ins Café gehen oder irgendwas. Vorschläge, ich bin gerade hier nur reingehetzt. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, mir die Räumlichkeiten anzugucken, wie das hier gemacht ist.
Ja, gerne. Gerne. Vielleicht könnte Herr Müller-Magun uns einen Platz raten. Die Kantine hat jetzt auch noch einen Moment auf, auch wenn es, glaube ich, nur noch Kaffee gibt. Sonst eignet sich hier auch die Arena erstmal zum Treffen. Das ist hier gleich bei diesem Ausgang an der Aula links vom Café. Arena hört sich gut an, sagt er. Alles klar. Danke. Wir machen jetzt hier in wenigen Minuten dann weiter mit dem Jahresrückblick. Ich habe das für die 5 Tage in Rechnung gemacht.